Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Musik nachgefragt, der Sendereihe der Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf, die mit Musikexpertinnen und Musikexperten ins Gespräch kommt. Ich bin Cortina Wuthe, arbeite im Musikbereich der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek in Steglitz-Zehlendorf und es ist mir eine so große Freude, dass ich mir heute in Musik nachgefragt für einen Kollegen Zeit nehmen kann. Das ist Felix Roscher. Felix, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo Cortina, freut mich auch sehr, hier zu sein. Ja, was zeichnet Felix als Musikexperten aus? Felix, ich habe dich als unseren Musik-Makerspace-Experten eingeladen. Wie ist es dazu gekommen, dass du so ein Experte hier werden konntest? Das liegt vor allem daran, dass wir einen Makerspace aufbauen möchten und ich mich darin engagiert habe. Und dadurch die Möglichkeit hatte, hier das Konzept mit einer Gruppe zu schreiben, in dem wir diesen Makerspace aufbauen wollen. Und wir sind darauf gekommen, dass wir halt durch unsere Musikbibliothek in der Ingeborg-Drewitz einen musikalischen Schwerpunkt auch zumindest anfangs legen wollen und den auch ausbauen wollen, solange halt unsere Leser darauf ein Interesse haben. Du bist ja Bibliothekar hier bei uns in der Bibliothek. Wenn du jetzt, also unter Bibliothekar kann ich mir was vorstellen, aber Makerspace, was ist das denn? Makerspace können ganz verschieden sein, weil es auch in verschiedenen Bibliotheken, auch im FÖB, also sprich in den öffentlichen Bibliotheken Berlins, verschiedene Arten davon gibt. Es gibt also demnach keine entsprechende reine Definition. Womit ich am häufigsten arbeite, ist, es ist ein Ort, an dem Menschen an physischen Objekten kreativ arbeiten können. Das können also Schreibmaschinen sein, es kann eine Kreativwerkstatt sein, es können 3D-Drucker sein, es kann Coding sein mit Robotern. Im Großen und Ganzen ist eigentlich alles möglich und wir haben uns halt für einen musikalischen Schwerpunkt entschieden. Sehr gut, finde ich. Spitze. Bin gespannt, was du uns zu erzählen hast. Du hast an der Humboldt-Universität Bibliotheks- und Informationswissenschaft studiert. Ist das richtig? Das stimmt. Das stimmt. Lernt man denn solche Sachen, die du hier in der Praxis machst und umsetzt, auch im Studium? Tatsächlich gab es zwei Seminare, wo ich das ansatzweise gelernt habe. Zum einen Informationskompetenz, wo wir tatsächlich kreativ Konzept erarbeitet und geübt haben, als auch ein Projektseminar namens Projektmanagement, wo man unsere Seminarleitung uns ein größeres Projekt vorgeführt hat, wie sie das damals geleitet hat, welche Schwerpunkte es gibt und so weiter. Und das hat mir tatsächlich sehr gut geholfen, hier Fuß zu fassen. Ansonsten hat das IBI, das Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft, andere Schwerpunkte, die wahrscheinlich auch eher in wissenschaftlichen Bibliotheken zu tragen kommen oder anderen Spezialbibliotheken. Aber auf jeden Fall hier in der öffentlichen gab es auch einige Kurse, Seminare, die mir hier sehr weitergeholfen haben, auch gerade zu diesem Thema. Und warum hast du dieses Studium Bibliotheks- und Informationswissenschaft gewählt? Also stimmen denn da so Theorie und Praxis überein? Die Vorgeschichte bei mir ist tatsächlich, ich habe mal eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und dann 5 Jahre lang darin gearbeitet, bis ich dann gemerkt habe, es muss irgendwo weitergehen. Ich war nicht so ganz zufrieden und wollte nicht nur in dieses wirtschaftliche, kaufmännische reingehen, also das Rechnungswesen. Und dachte mir, okay, damit mein Lebenslauf besser aussieht, mache ich auf jeden Fall BWL, aber ich wollte es nicht hauptsächlich machen. Und dann war ich auf verschiedenen Veranstaltungen und habe mir halt die verschiedenen Studienrichtungen angeguckt und gesehen, Bibliotheksinformationswissenschaft ist zum einen ein Kombi-Bachelor, was bedeutet, man nimmt das ein Hauptfach und ein anderes Nebenfach oder andersrum. Und tatsächlich hat mich am Anfang mehr der informationswissenschaftliche Aspekt gereizt, also eher so Richtung Datenbanken, vielleicht auch Coding. Aber während des Studiums, tatsächlich war ich bis zum 4. Semester, ja, so ein bisschen, was mache ich eigentlich damit, aber habe es weiter fortgeführt. Und dann tatsächlich hier in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek ein Praktikum bekommen. War auch lange Zeit in der Musikbibliothek. Ich glaube, von fast über einem Monat war ich überwiegend da. Und fand das so toll, dass ich gesagt habe, ich würde gerne nach meinem Studium in öffentlichen Bibliotheken bleiben. Und das hat zum Glück funktioniert. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben gehört, man kann ja also auch ein Praktikum absolvieren, zum einen als Schülerpraktikant in der 9. Klasse, aber auch Studenten sind willkommen, die in Potsdam oder an der Humboldt-Universität studieren. Und Felix, du bist hier ja der ganz große, nachhaltige Kollege geworden.
der unheimlich viel schon bewirkt hat. Was muss man denn so persönlich mitbringen, um neue Bibliothekstrends wie ein Makerspace bedienen zu können? Eigentlich sehr stark das Interesse, sich Neues anzueignen, den Blick offen zu haben. Die Bibliothekswelt, gerade in den öffentlichen Bibliotheken, ist gerade sehr stark im Wandel. Da passieren sehr viele Dinge. Makerspace ist ein Punkt davon tatsächlich nur, wo gerade ein starkes Wirken beginnt oder auch gerade vonstatten ist. Und das Studium, ne, bereitet einen darauf vor, dass man diesen Abschluss hat. Aber die reine Praxiswelt ist tatsächlich nochmal ein ganzes Stück anders, was aber nicht schlimm ist, weil man sich da reinarbeiten kann, solange man Interesse hat und offen ist, neugierig ist. Und man wird ja auch an die Hand genommen und kann es dann vernünftig lernen und umsetzen. Und durch die neuen Möglichkeiten, durch die neuen Entwicklungen hat man auch wahnsinnige Möglichkeiten, sich selbst umzusetzen. Gerade da, wo man Interesse hat, ist das auf jeden Fall möglich. Ja, du sagst das ganz richtig. Also auch ich habe in meinem Studium natürlich nicht damit gerechnet, dass wir mal Musik nachgefragt entwickeln werden und digitale Veranstaltungen aufzeichnen. Lieber würden wir ja Veranstaltungen hier in der Bibliothek für Sie präsentieren. Wir vermissen Sie als Publikum und insofern ja, ist unser Bibliothek, unser Beruf auf einem Weg. Wir werden dritte Orte, das ist ein dritter Ort, ne, der nach Küche, Wohnzimmer, Arbeitsplatz, ja, dann kommt schon die Bibliothek und ich denke, um sowas entwickeln zu können, muss man sich auch irgendwie für Musik begeistern. Spielst du selbst ein Instrument? Tatsächlich mehrere. Ich wollte damals, als ich 16 war, Akkordeon lernen. Wir hatten aber eine Gitarre im Schrank. Also habe ich angefangen, Gitarre zu spielen, war auch, ich glaube, über 10 Jahre lang wirklich bei einem Musiklehrer hier in der Nähe. Bis ich dann das Studium begonnen hatte und dann leider keine Zeit mehr für die Musiklehre hatte. Aber ich habe auch währenddessen mich sehr für so klassische Sachen interessiert, besonders in der irischen Klassik so ein bisschen. Und habe mir noch eine Harfe zugelegt, eine größere, die ich jetzt zu Hause habe und auch ab und zu noch bespiele, sofern ich die Zeit finde. Und mit unserem Angebot tatsächlich, dass wir hier auch Mandolinen ausleihen, habe ich mir mal so eine kleine ausgeliehen und fand das so toll, dass ich jetzt zusätzlich noch eine Oktavmandoline zu Hause habe. Also sprich ein bisschen größer, eine Oktave tiefer. Und habe damit sehr viel Spaß und komme damit sehr gut zurecht. Und mittlerweile auch viel Interesse von mir in der elektronischen Musik, mal sozusagen ein bisschen wegzukommen von dem 12-Noten-System und alles Mögliche als Musik zuzulassen, selber zu remixen, selber so ein bisschen zu machen und rumzuspielen, was wir dann auch hier im Makerspace ein bisschen umsetzen möchten. Oh, Felix, Wahnsinn, toll. Man kann seinen Kollegen so im Alltag gar nicht so oft so seine Wertschätzung kundtun, aber ich kann nur sagen, Felix, du bist so eine Bereicherung für unser Team. Danke, Cordelia. Ich bin sehr froh, dass du zu uns gestoßen bist und dass wir dich auch nehmen konnten. Ne? Das ist ja auch nicht immer so selbstverständlich, dass dann gerade so eine Stelle nach dem Studium auch frei wird und du musstest ja auch ein bisschen warten. Gut, man wartet ja gerne, wenn man so tolle Projekte jetzt begleiten kann. Welche Musik-Makerspace-Angebote hast du denn für die Ingeborg-Drewitz-Bibliothek entwickelt? Der Hauptaugenmerk unseres Makerspace wird erstmal der Laptop sein, weil dieser sehr flexibel ist und andere Möglichkeiten zulässt. Und es gibt aber im musikalischen Raum, gerade in der elektronischen Musik, wollen wir da erstmal anfangen, Gerätschaften, die ich dann gleich nochmal ausführlich ein bisschen zeigen würde, wo man wirklich sehr viel mit rum experimentieren kann. Gerade sowas wie Launchpads, Launch Keys oder Grooveboxen sind da ein sehr gutes Einstiegsmedium für Leute, die oder auch für Kinder, Erwachsene, die noch nie so wirklich mit Musik etwas zu tun hatten. Und damit würden wir hier starten wollen. Ja, und welche Zielgruppe möchtest du damit ansprechen? Vom Makerspace sind im Grunde immer alle Personen, Zielgruppe oder Leute, die sich dafür interessieren. Also jeder, der der Meinung ist, ich wollte mich damit schon immer mal beschäftigen, darf gerne vorbeikommen. Einführungskurse mitmachen, sich selber hinsetzen, experimentieren. Es gibt im Großen und Ganzen keine Grenzen. Also wir verbieten es niemandem, solange man ordentlich mit den Geräten umgeht. Ja, also es klingt sehr vielversprechend und spannend. Ich denke, du hast dir damit jetzt schon so auch einen Traum erfüllen können. Du musstest natürlich einen Projektantrag stellen, weil auch die Technik fällt natürlich nicht vom Himmel, die muss gekauft werden. Du hast dich in all das eingearbeitet. Aber welche Vision, du bist ja noch sehr jung, welche Vision verfolgst du sonst noch so in deinem Beruf?
Tatsächlich ist es für uns neue Bibliothekare so ein bisschen schwerer, weil wir nicht wirklich in unsere Vorgängergeneration Fuß fassen können. Gerade in öffentlichen Bibliotheken passieren jetzt viele Veränderungen, die auch unsere Strategien am Leser, am Kunden, am Bestandsmanagement faktisch umgeworfen haben, wenn man so möchte. Und ich finde das für mich auch sehr gut, weil wir gehen daraufhin mehr in Veranstaltungen, Veranstaltungsmanagement, Eventmanagement, wenn man so möchte, um das den Lesern, den Kunden, die wir hier haben, mit aufzubauen, um mehr Möglichkeiten zu bieten und gerade halt den dritten Ort zu besetzen, wie du schon gesagt hast, in den sich die Bibliotheken gerade positionieren. Also ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit dem, was gerade so passiert und sehe mich auch in dieser Position dann für euch da draußen da zu sein und euch neue Dinge zu zeigen, die man vielleicht im privaten Alltag nicht so zur Möglichkeit hat. Ja, wir haben jetzt so viel theoretisch darüber geredet, also Musik machen mit dem Laptop. Ich hoffe, Sie und ihr seid neugierig geworden. Felix, kannst du uns mal zeigen, wie sowas funktioniert? Da habe ich was vorbereitet. Tatsächlich. 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 Ja, dann bin ich gespannt. Zeig uns das mal. Bitte. Hallo, hier ist nochmal der Felix und wie ihr gerade mitbekommen habt, zeige ich euch jetzt das, was wir in unserem Makerspace für euch anbieten wollen. Und zwar haben wir einmal hier das Launchpad, was an den Laptop angeschlossen ist. Und über die Software von dort kann ich dem Launchpad verschiedene Töne, Geräusche, Klänge geben. Eine Sache, die wir hier mal erarbeitet haben, wir haben auf der linken Seite des Launchpads, wie ihr an den bunten Lichtern seht, ganz viele Töne drauf und das sind vor überwiegend Trommeln oder Rhythmusinstrumente. Ja, hier haben wir so einfache Trommeln, hier so ein bisschen tiefer, ein bisschen hohlklingender oder so ähnlich und hier schon unteres Schlagzeug, was man so kennt, hier so Hi-Hat, ein Clap. Und ganz viele andere schöne Dinge. Und damit kann man zum Beispiel jetzt schon einen eigenen Rhythmus, einen eigenen Beat kreieren. Spielen wir mal so ein bisschen rum. Na, und das wäre schon mal ein schöner Anfang, da reinzukommen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt pro Reihe ein paar Instrumente reingepackt, die mit Noten drin, dass es da auch gar keine Fehl- oder Verspielereien geben kann, sondern es klingt alles zusammen immer richtig. Das ist in der Musik möglich. Ja, hier haben wir so einen tieferen Bass. Ja, hier so eine gemutete Gitarre, wo so ein bisschen plackt. Und hier natürlich auch möglich eine E-Gitarre. Hier tatsächlich auch ein klassisches Piano, wenn man so möchte. So ein bisschen höher drin. Und jetzt könnte eine Person von euch zum Beispiel hier vorne einen Beat vorgeben und die andere wählt sich ein Instrument aus und spielt dazu ihre eigene kleine Melodie. Das ist auf jeden Fall möglich. Das Launchpad kann aber tatsächlich auch viel, viel mehr. Und zwar kann ich es als eigenes Instrument verwenden, wo alle Buttons, die ich hier habe, einen Ton zum jeweiligen Instrument aufspielen. Ne? Habe ich hier was vorbereitet. Und ah, der will gleich das aufnehmen. So, machen wir nämlich hier. Na, und ihr seht schon, hier unten haben wir den tiefsten Ton, das ist ein C. Und dann geht es immer weiter höher. Hier haben wir für alle Musikkennende schon ein bisschen die Quinte. Und ich kann auch ganze Akkorde darauf spielen. Und das geht immer weiter höher tatsächlich. Also schon ganz schön hoch. Damit kann man wirklich einiges machen. Aber das wäre hier jetzt nicht alles, wenn ich dazu nicht noch ein paar andere Sachen zur Verschönerung machen könnte. Zum Beispiel ein paar Effekte oder andere Musikinstrumente. In dem Falle zum Beispiel hier, muss ich hier einmal noch anklicken. Ne?
ein Lied ins Instrument aus der elektronischen Musik, wenn man so möchte. Und er spielt sozusagen ein Arpeggio, sprich ein Akkord, immer bis zu 3 Oktaven höher. Das muss man jetzt nicht wissen, um damit spielen zu können. Aber in der Theorie ganz gut zu wissen. Und dann kann ich hier weiter mit arbeiten. So mal als kleiner Einstieg, was in so einem Kleingerät wirklich absolut möglich ist. So, eine zweite Sache. Das hier ist das Launch Key. Und da haben wir jetzt noch viel mehr Möglichkeiten. Also zum einen einige Sachen, die das Gerät hier auch kann. Meine Mikrofon-Piano weg. Ne? Kannst eine Oktave tiefer. Kann das sozusagen wirklich rein als klassisches Piano verwenden. Aber vielleicht interessiert euch das nicht so wirklich, sondern ihr wollt wirklich ein paar bessere Beats produzieren. Und da gibt es auch ein paar Möglichkeiten. Suchen wir mal kurz was aus. Was jetzt möglich ist, ich muss das mal nur ein bisschen leiser machen für euch, glaube ich. Oh, das klingt doch super. Und jetzt nehme ich mir einen Akkord. Oh, das klingt schon ziemlich viel, wollte ich gar nicht. Und jetzt spielt er diesen Akkord immer wieder rauf, ne? Kommt vom tiefsten Ton auf den höchsten. Haben wir doch schon durch die Funktion des Geräts eigentlich einen ziemlich coolen Beat erschaffen. Und das ist auch mit einem Schlagzeug möglich. Das zeige ich euch mal. Muss ich nur die Drums auswählen, die ich haben will. Wie wäre es denn mit denen hier? Na, ich nehme mal so ein Standard 707 Kit. Könnte jetzt auch hier, wenn mir das nicht gefällt, und so hätte ich jetzt schon einen ziemlich geilen Beat hergestellt, mit dem man dann weiterarbeiten könnte. Entweder weiter auf Melodien hierauf oder abzuspeichern und hierauf die Melodie weiterzuspielen. Und dann könnt ihr euch das im Programm wirklich selber erzeugen, abspeichern und mit nach Hause nehmen. Oh, Felix, ja? Wie toll. Ich bestaune, was du hier alles kannst. Du hast gerade so gesagt, es ist noch nicht genau raus, wann das hier in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek losgeht mit dem Musik-Maker-Space. Kannst du irgendwie sagen, zum neuen Schuljahr oder Weihnachten? Wir hoffen eigentlich so schnell wie möglich, sobald Veranstaltungen halt wieder generell erlaubt sind. Ich bin ganz guter Dinge, vielleicht noch dieses Jahr, je nachdem, wie schnell wir auch noch ein paar Sachen bekommen. Aber ja. Ja, ich bin jetzt mal optimistisch. Vielleicht in der Vorweihnachtszeit könnt ihr herkommen. Und das wäre doch ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk, um da was aufzunehmen für eure Lieben zu Hause. Felix, wirst du das alles hier alleine machen in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek oder hast du dir Partner auch noch gesucht? Also alleine geht das vermutlich auch gar nicht, weil das tatsächlich ein bisschen viel wäre. Zum einen haben wir natürlich innerhalb des Kollegenkreises eine eigene AG gegründet, das Ganze zu koordinieren, zu machen, zu planen.
Aber wir hoffen natürlich auch auf Partner, wo wir auch schon letztes Jahr Vorgespräche geführt haben. Zum einen haben wir die netten Damen von Zoom, die ja auch gute Kinder- und Jugendarbeit bei uns leisten, Kontaktpersonen für eure Hausaufgaben oder anderen Hilfen sind. Wir haben Vorgespräche mit dem Medienkompetenzzentrum gehabt, von dem wir tatsächlich auch schon einen Kontakt erhalten haben, der bei uns schon hätte was durchführen können. Was wir leider aufgrund der Vorschriften ablehnen mussten. Corona. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall sind da viele Partnermöglichkeiten bereits in den Startlöchern und viele Möglichkeiten für uns da, dass nicht nur wir Bibliothekare was machen oder auch unsere anderen Kollegen, sondern dass auch andere Partner, die wir dann haben werden, euch mit an die Hand nehmen, um das für euch näher zu bringen oder auch unsere Angebote weiter auszubauen. Also Felix, ich bin mega gespannt, das selbst ausprobieren zu können und ich hoffe ihr auch. Also verfolgt mal die Informationen auf Social Media und auf unserer Website der Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf. Dort werdet ihr erfahren, wann wir denn soweit sind. Also es wird nicht mehr lange dauern. Felix, ich bin richtig stolz, dass du dich da eingearbeitet hast und so richtig Bock drauf hattest und das ist jetzt auch rübergekommen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine Arbeit, viele Neugierige und Interessierte, die vorbeikommen, die das nutzen wollen. Das wird auch so eine Win-Win-Situation sein, nehme ich mal an. Mhm. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, uns hier Auskunft zu geben und auch was vorzuführen und hab Spaß und ja, bleibt alle gesund und kommt vorbei und fragt nach, wann geht's hier los. Ja. Ich sage euch tschüss, tschüss auch dir, Felix, bis zum nächsten Mal, bleibt alle neugierig und ahoi. Wiedersehen.